Grüß Gott, Herr Geisert. Grüezi. Ist das ein Fernrohr? Ja, so eine Art. Man sagt dem Theodorit. Theodorit? Mhm. Zu Deutsch ein Instrument, um horizontal und Vertikalwinkel zu messen. Hast du verstanden? Ja, so eine Art. Hast du nicht noch lange gebraucht, bis ich es kapiert habe? Da, schau mal durch. Du verbrennst aber. Da kommt einer der ganz Kanton Graubünden in die Schnurren. So kannst du schwenken. Sauber verwünscht. Zeig mal. Ja, bin meid. Herr Zollinger, kommen Sie geschwind. Den ganzen Tag haben wir es gehört, pfeifen die Murmeli. Aber gesehen haben wir es nie nicht. Direkt vor dem Bau. Wie hast du das gerade so getroffen? Hm, das ist doch keine Kunst, wenn man weiss, was hockt. Was soll das geben? Eine Landkarte. Wir arbeiten bei der Landestopographie zu Bern, weißt du? Hast du das alles selber ausgedacht? Wolltest du mal Maurer werden? Ich glaube fast, du willst am liebsten in der lebenden Geissbuch bleiben. Nein, nein. Also, was soll es denn aus dir geben? Sag mal, Peter, was ist das, ein Theodorit? Ein denkendes Instrument. Zum? Zum Landkarten machen. Und, was brauchst du dazu? Einen guten Grin. Ich meine, was einer können rechnen. Mhm, Sabau. Sag mal, Peter, wie sagt man so eine Steinmandel mit zwei so Brettern drauf? Ein Triangulationspunkt. Mhm. Gut, gut. Der Bub hat sich alle angemerkt in diesen drei Wochen. Geometer möchtest du mal werden, gell? Ja. Also, ja, das. Und warum, wenn wir das fragen? Weil wir dann in den Bergen bleiben. Mhm, gar nicht schlecht. Herr Lichti, wie wird einige Meter? Ja, wir müssen an die Sekundarschule und nachher an das Technikum. Kostet das etwas? Natürlich, und zwar ziemlich viel. Oh, an das habe ich nicht gedacht. Dann ist ein Weg nichts. Wir haben sowieso kein Geld. Was? Nur nicht gerade aufgeben. Es gibt alle Weile einen Weg. Nachher könntest du gleich verdienen. Wie viel? Recht. Auf jeden Fall kann man leben davon. Auch das Zweite? Ja. Musst du für etwas sorgen? Hast du etwas schon Satz? Das kannst du doch sagen. Wir sind ja unter uns Männern. Das Heidi ist nicht mein Schatz. Das weiss ich gar nichts davon. Ich weiss nicht, dass es da zu lachen gibt. Ich kenne es einfach. Im Winter wohnen wir im gleichen Haus. Er über oben, ich über unten. Und fahren im Flitten in die Schule. Ist es ein Schönes? Das weiss ich doch nicht. Mir gefällt sie, andere schaue ich gar nicht an. Aber vielleicht schauen andere dein Heidi an. Die mag ich alle. Kannst du auch mal einem auf der Ranze geben? Ist das ein Fuhle? Was? Kein Ja. Sonst kommt es doch immer mit mir auf die Alp. Jeden Tag. Ich habe das heute extra für uns zwei gemacht. Ja. Und jetzt? Sagst du die ganze Zeit unten. Es muss eine hüten. Eine Deutsche, die bei Gott grösser ist als ich. Die kann sie noch nicht einmal recht laufen. Die Gumsle. Bist du meine ein Fröhliche? Wisst ihr, wie ihr mir sagt? Junge, sagt ihr mir. Dabei bin ich doch ein Bub. Ihr solltet die mal gesehen. Die hat Händchen an, mitten im Sommer. Ach, es ist zum Brüllen. Sagt, ihr könnt doch wohl wieder mal einen Tag mit mir kommen. Und du hast dich fest entschlossen, das Mädchen zu heiraten. Was denn sonst? Aha, endlich heitert's. Ja, was hätte denn für die Wieser an die Arbeit? Nun, schau mal, Peter. Ich habe meine Frau auch kennengelernt, als ich auf deinem Alter war. Du musst nur dein Ziel fest vor Augen haben. Wienen? Wienen? Triangulationspunkt. Gerade so.